Ich habe den Ball nicht festgehalten. Aber ansonsten war alles gut, glaube ich, heute. Wir haben gut gespielt, richtige Einstellung gehabt. Ansonsten war alles gut. Also der Mannschaft muss man ein Kompliment machen heute. Was war los in der Szene, die Sie gerade angesprochen haben? Ja, was halt immer so los ist, wenn man den Ball nicht festhält. Ne? Also gut, der Ball wurde dann ist aufgetupft, wurde nochmal schneller, wurde nochmal höher. Gut, bisschen zu weit rausgelaufen vielleicht, also so ist es halt. Mit welchen Gefühlen können Sie jetzt überhaupt den FC Bayern verlassen nach dieser Partie? Gut, ich glaube, es gibt immer gute und schlechte Tage. Das war auch vorher schon so. Und dass mal ein Fehler passiert, ist, glaube ich, menschlich. Also von daher, klar, wäre es jetzt perfekt gewesen, mit dem Aufstieg den Verein zu verlassen. Aber gut, man kann halt nie alles haben. Abschließend, was wünschen Sie Ihrer Mannschaft für die kommende Saison in der Regionalliga? Ja, am besten, dass sie nochmal in die Relegation kommen und dann halt im dritten Anlauf aufsteigen. Sie wirken so ruhig. Verraten Sie uns, wie es in Ihnen aussieht? Wie soll es in mir aussehen? Also, wie gesagt, alles in Ordnung. Fehler passieren halt. Da kann ich jetzt, ich kann den Ball nicht mehr zurückholen. Von daher muss ich jetzt damit lernen und es abhaken. Geht's für Sie weiter? Haben Sie schon eine Entscheidung getroffen? Nee. Dankeschön.